Das hier würde ich jetzt gerne als Video aufnehmen und erklären, wie das funktioniert. Aber jetzt habe ich keine Kamera da und die vom Laptop ist nicht so toll. Ich habe auch kein Mikrofon und die Umgebung ist nicht so toll. Was mache ich denn jetzt? Da kam doch vor kurzem eine E-Mail von diesem FBZL. Ich glaube, irgendwas mit dem Studio. Ah ja, guck mal hier. Ah, das sieht gut aus. Ich glaube, da gehe ich mal hin. Zum Glück habe ich eine E-Mail bekommen. Dann kann ich ja einfach so rein. Und schon kann es losgehen. Okay, was muss ich denn machen? Licht an. Laptop. Hier anschließen. Mikrofon. Ein PC anschalten. Oh, das ist ja viel zu niedrig, der Tisch. Ah, hier kann man den hochfahren. Okay, so ist es ganz gut. Und den hier auch noch. Am Ende, bis dann die Kamera auf meiner Augenhöhe ist. Okay, das ist doch eigentlich ganz gut. Hier noch anmelden. Software starten. Und los geht's. Diese Folie hier kennen Sie noch aus der Veranstaltung, in der wir uns getroffen haben. Das würde ich jetzt gerne noch ein bisschen erweitern um Aspekte, die eben zusätzlich noch wichtig sind. Und zwar ist die Frage, warum machen wir das Ganze? Und ich möchte Ihnen das gerne anhand dieser weiteren Erklärung in der Folie zeigen und blende mich für den Augenblick kurz aus, damit ich nicht im Weg bin. Diese ganzen Fragen, die wir zu Ende. Für mich war es total interessant, hier aufzunehmen. Ich habe das Gefühl, das ist ein hochwertiges Video geworden und es war sehr unkompliziert zu meinem gewünschten Termin. Das, glaube ich, könnten andere auch so machen.